Hey Leute, David von Aliosanisch hier. Ich mache gerade für einen Kunden ein Space-Intro und da bin ich doch auf etwas ziemlich Cooles gestoßen, und zwar wie anhand von nur von der Textur her ganze Steinformationen erstellen könnt, beziehungsweise generell verformen könnt, ohne jetzt an sich das Modell zu verformen, sondern nur mit der Textur, mit dem Displacement-Tool. Ich hatte dazu mal ein Tutorial gemacht. Ich verlinke euch das mal. Wenn das nicht funktioniert, dann hinten an der Endcard habt ihr das. Und ich zeige euch mal, wie ihr so einen Asteroid erstellen könnt. Das heißt, ihr geht erstmal auf Google. Sorry, ich rendere gerade was, deswegen dauert das vielleicht ein bisschen länger gerade alles hier. Jetzt haben wir die Kugel hier. Geht auf unser Texturfeld. Wählen eine Textur. Beziehungsweise bevor wir es machen. Schieben wir unsere Textur erstmal auf die Kugel drauf. Gehen wir rein in unser Bearbeitungsbild Textur. Wählen unsere Farbe aus. Unsere Farbe gehen wir Textur auf Noise. Dann gehen wir rein. Noise machen wir auf, das heißt, also Noise Shader machen wir auf Blistered Turbulence. Dann gehen wir hier in die Farbe 2, machen wir so eine Gesteinsfarbe. Damit momentan haben wir hier nur weiß und schwarz und das sieht hier eher doof aus. Machen wir so zwischen orange und weiß. Ich denke mal, das ist soweit okay. Das können wir noch ändern gleich. Und dann gehen wir auf unser Relief-Textur. Wieder ein neues. Und gehen wir ein neues rein. Wählen wir das Blister Turbulence aus und wir gehen bei globale Größe auf 50. Damit, wie ihr sehen könnt, gleich damit die Feinheiten mehr detailliert sind. So, um euch das jetzt mal alles zu zeigen, machen wir uns erstmal eine Lichtsequenz, kann man sagen. Wir machen uns ein unendliches Licht. Das Licht, dauert ein bisschen, sorry. Drehen wir uns mal auf diese Seite hier. Machen wir das mal so. Dann machen wir uns ein neues oder ein dieses Licht. Noch eins. Und ziehen das ein bisschen nach unten. Drehen das nach unten so ein bisschen und dann, ja, ich meine, wieder raus. Das erste Licht, das machen wir bei 100, ist okay. Das zweite machen wir ein bisschen kleiner von der Lichtstärke her. Ich würde mal sagen 20. Können wir gleich mal schauen, nur dass es so ganz leicht ist. Und wir machen uns ein bisschen Hintergrund. Beleuchtung nochmal. Und machen wir das vielleicht mal so auf 10. Und dann machen wir das untere Licht, die Farbe mal blau. So ist, denke ich mal, okay. Schauen wir mal, wie es aussieht. Das heißt, wir rendern das mal ganz kurz und okay, sieht gut aus schon mal. Das heißt, ihr habt momentan Symbol hier. So, wenn wir jetzt nochmal reingehen, gehen wir unser Displacement Tool und gehen bei Textur auf Noise. Gehen wir unser Noise rein, wählen bei Noise nicht Turbulence aus, sondern Velo Neu 1. Das machen wir auf 1000, die globale Größe. Und wie ihr sehen könnt, seht ihr schon mal sowas. So, jetzt gehen wir hier auf Displacement, wählen erstmal aus bei der maximalen Höhe 50. Weil momentan, ja, seht ihr einfach noch keine Verformungen. Dann müsst ihr es einfach anschalten. Das heißt, Subpoly Displacement, denn ansonsten seht ihr auch nichts. Und jetzt gucken wir mal, wie es aussieht. Jetzt ab der
Ja, okay, das ging jetzt ein bisschen fix. Jetzt haben wir kurz was vergessen. Wie ihr sehen könnt, es sieht immer noch so aus. Und zwar, es liegt daran, weil ja Cinema macht eine perfekte Kugel aus allem. Das heißt, wir müssen hier unsere Kugel anwählen und da steht perfekte Kugel. Das wählen wir aus. Und wenn wir jetzt mal rendern, dann müsste es so aussehen. Sehr schön. Sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt wollen wir es aber noch ein bisschen feiner machen. Das heißt, wir gehen nochmal in unsere Textur rein, wählen bei Displacement, wählen Ebene aus. Das heißt, quasi wie bei Photoshop, dass es halt verschiedene Layer gibt, wo ihr verschiedene Noise-Texturen drauf herstellen könnt. Gehen dann in unsere Ebene rein, wählen auf Shader nochmal einen Noise-Shader, gehen nochmal rein, wählen wieder aus bei unserem Noise auf Benoit 1, gehen diesmal auf 300. Dann gehen wir wieder zurück rein und wählen, da das momentan überlappt durch die Deckkraft, stellen wir die Deckkraft hier auf 20. Dann wählen wir jetzt nochmal einen Shader aus, dasselbe nochmal, Noise, gehen mal Deckkraft auf 10 und gehen rein in den Shader und wir gehen hier neu auf Displacement Turbulence und ja, lassen wir es so. Wenn wir das mal rendern, haben wir das so. Das sieht doch schon mal eigentlich so aus, wie wir es haben wollen. Jetzt könnt ihr natürlich noch wählen bei Displacement beispielsweise die Unterteilungen auf 5. Dann wird euer PC zwar ein bisschen langsamer. Allerdings, wie ihr sehen könnt, wird es dann noch ein bisschen titillierter. Ihr könnt es halt noch verändern, wie ihr wollt. Das heißt, ihr könntet wieder reingehen in Shader. Könnt ihr beispielsweise jetzt bei einem mittleren wählen. Könnt ihr mal, ich würde so eine globale Größe mal auf, was haben wir da, mal 500. Gucken wir mal, wie es aussieht. Rennen wir mal. Okay, das hat sich, ja gut, das hat sich doch ein bisschen verändert. Was ihr auch machen könnt, ist in euren Hauptshader reinzugehen, weil Hauptshader verändert das komplette Ding, die komplette Form. Zwar, jetzt könnt ihr bei euren Strahlenwerten beispielsweise, das heißt, er verändert immer die Form, die Richtung der, die Anordnung der Partikel quasi. Wenn ihr jetzt mal einfach mal durchscrollt, könnt ihr jetzt einfach mal schauen, wie sie verformt. Das ist jetzt ein bisschen mir zu rund, das gefällt mir nicht. Gehen wir mal auf 667. Ja, und haben wir sowas. Sieht doch schon mal ganz cool aus, sowas. Ich denke mal, machen wir ein bisschen 66 vielleicht. Naja, sind wir schon mal 8 Minuten. Gut, ich will die jetzt nicht drüber ziehen. Machen wir mal 70. So, dann zeige ich euch und das soweit erstmal, wie ihr den Stein machen könnt. Ziemlich coole Sache, weil ihr müsst nichts machen an der eigentlichen Kugel, sondern nur an der Textur. Jetzt dauert es ein bisschen länger. Jetzt ist er da wieder. Gehe ich nochmal kurz Displacement und wählen das nochmal auf 500, nicht auf 500, sondern auf 300. Dann gehe ich in den Haupt-Main-Shader nochmal rein und ja, ich denke, suche mir irgendwas aus. Ich denke, das ist, was nicht so rund ist. Ich denke, das ist okay. So, dann machen wir ganz kurz mal einen Himmel, quasi, dass es aussieht wie die Galaxie. Das heißt, wir gehen auf unser Licht-Shader, also auf das Lichtsymbol hier oben. Gehen dann auf Himmel und wählen uns eine neue Textur aus. Gehen rein. Dann guckt ihr bei Google mal einfach nach Galaxie oder Weltall oder irgendwas sowas. Will laden. Ich habe mir das hier mal erstellt gehabt und zwar unter meinen Templates, dann Himmelskörper, Quatsch, das Projekt,
Nee, okay, gut. Cinema 4D, da haben wir es. Und zwar Star Map. Und das sehen wir hier auf dem Himmel. Ach, gehen wir mal rein. Und wir bei Leuchten auch nochmal dieselbe Textur. Und eventuell machen wir das Glanzlicht raus. So, wenn ihr das rendert, sieht es noch ein bisschen doof aus, weil es ist sehr zermatscht, wie ihr das sehen könnt. Da ich jetzt die Textur kenne und die halt sehr groß ist, könnt ihr bei Himmel auf das Textursymbol gehen und einfach eure Präferenzen hier auswählen. Das heißt, hier könnt ihr halt die Textur verschieben. Und das heißt, ich quetsche die halt einfach mal zusammen. Nicht 100%, sondern 20%. Und rendere es mal. Und es sieht aus wie wie eine Galaxie, beziehungsweise wie unser Universum. Das ist doch schon mal ganz cool. Gehen wir jetzt mal rein und verändern wir doch nochmal unser Noise. Und das war's eigentlich schon mal soweit. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. 11 Minuten, das geht eigentlich. Normalerweise quatsche ich immer in 20 Minuten rum. Deswegen wollten wir es ganz kurz halten. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Wenn nicht, dann schaut euch nochmal an und ansonsten fragt mich in den Kommentaren. Ansonsten würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.